Der Zahnersatz ist seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil der Zahnmedizin und hat sich im Laufe der Geschichte stetig weiterentwickelt. Von primitiven Methoden der Antike bis hin zu den hochmodernen Technologien der modernen Zahnheilkunde hat sich der Zahnersatz zu einer wichtigen Branche innerhalb der Medizin entwickelt. In der Antike wurden Zahnlaeinviertelzähne oft mit Materialien wie Tierzahninen, Muscheln oder Metallgefahreinviertel-LLT. Diese primitiven Methoden waren zwar nicht besonders effektiv, aber immerhin ein erster Schritt in Richtung Zahnersatz. Mit dem Aufkommen der ersten Zivilisationen wie den Ägyptern und den Ramern wurden auch die ersten rudimentären Formen von Zahnersatz entwickelt. Diese bestanden oft aus Gold oder Silber und wurden mit Hilfe von Drähten an den vorhandenen Zähnen befestigt. Im Mittelalter wurden Zahnersatzmethoden wie Kronen und Brähteinviertelzähne immer beliebter. Die Menschen begannen, Zähne aus verstorbenen Spendern zu verwenden, um Zahnlaeinviertelzähne zu verinvierteln. Diese Methoden waren jedoch oft sehr schmerzhaft und verinviertelte hatten nicht selten zu schweren Infektionen. Erst mit dem Aufkommen der modernen Zahnheilkunde im 18. Jahrhundert wurden die ersten Versuche unternommen, Zahnersatz aus Materialien wie Porzellan oder Kunststoff herzustellen. Im 19. Jahrhundert erlebte der Zahnersatz eine regelrechte Revolution. Mit der Einvereinviertelung von zahnärztlichen Techniken wie der Zahnextraktion und der Wurzelbehandlung wurden Zahnlaeinviertelzähne immer häufiger mit K-Einviertel-N-ästlichen Zähnen-Gefahr-Einviertel-LLT. In den folgenden Jahrzehnten wurden immer bessere und effizientere Materialien FA-Einviertel-R den Zahnersatz entwickelt, darunter auch das heute weit verbreitete Keramik. Die Entwicklung des Zahnersatzes erlebte im 20. Jahrhundert einen weiteren Groeinschub. Mit der Einvereinviertelung von Zahnimplantaten konnten Zähne nun vollständig ersetzt werden, ohne dass die umliegenden Zähne beschadigt wurden. Auch die Entwicklung von CAD-CAM-Technologien ermöglichte es, Zahnersatz individuell und präzise herzustellen. Heutzutage ist der Zahnersatz so fortschrittlich wie nie zuvor und bietet den Patienten eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Zähne zu reparieren und zu ersetzen. In der modernen Zahnmedizin gibt es verschiedene Arten von Zahnersatz, die je nach Bedarf des Patienten eingesetzt werden können. Kronen und Brähteinviertelzähne werden verwendet, um stark beschadigte Zähne zu reparieren, während Zahnimplantate eine dauerhafte Lassung Einviertel-R fehlende Zähne bieten. Auch Prothesen sind nach wie vor eine beliebte Option Einviertel-R Patienten, die viele oder sogar alle ihre Zähne verloren haben. Die Zukunft des Zahnersatzes verspricht noch weitere spannende Entwicklungen. Mit der Einvereinviertelung von 3D-Druck-Technologien wird es in Zukunft möglich sein, Zahnersatz noch präziser und effizienter herzustellen. Auch die Entwicklung von biokompatiblen Materialien kann dazu beitragen, dass Zahnersatz noch besser werttraglich und haltbarer wird. Insgesamt hat sich der Zahnersatz im Laufe der Geschichte von primitiven Methoden der Antike zu hochmodernen Technologien der modernen Zahnheilkunde entwickelt. Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung stehen Patienten heutzutage eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Wehrvereinviertelung, um ihre Zähne zu reparieren und zu ersetzen. Der Zahnersatz ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Zahnmedizin und wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Wiederherstellung und Erhaltung der Zahngesundheit spielen.